Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, es geht weiter hier auf Südhof. Ihr habt ja wahrscheinlich, vielleicht, meine vorherigen zwei Videos schon verfolgt. Die Antibiotika sollten inzwischen wirken. Drückt die Daumen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben und das kleine Tier freilassen können. Eine Wendung zum Schlechten. Das hört sich aber nicht so schön an. Oh, ich renne schon. Okay. Das Fohlen steht erneut unter Schock. Es war gar keine Bakterieninfektion. Wir stehen wieder ganz am Anfang und die Zeit läuft uns davon. Wenn es keine Infektion ist, könnte ein Neurotoxin an seinem Zustand schuld sein. Vielleicht hat die Mutter eine giftige Pflanze gefressen. Nicht gut, um sie selbst erkranken zu lassen, aber ihre Milch könnte bei dem Fohlen die Symptome ausgelöst haben, die wir hier beobachten. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen, um die Diagnose zu bestätigen. Reite zurück zu dem Ort, wo wir das Fohlen gefunden haben. Schau dich dort nach ungewöhnlichen Pflanzen um. Wir suchen höchstwahrscheinlich nach irgendeinem Nachtschatten. Kannst du das für mich erledigen? Klasse. Zwischenzeitlich werde ich ein wenig herumtelefonieren. Vielleicht kann ich eine zweite Meinung einholen. Unser Patient wird eine weitere falsche Diagnose überleben. Viel Glück, Dasha. Ach, keine weitere falsche. Okay. Gut. Wo steht meine Antidote? Bestimmt wieder ganz dahin. Oh, nee. Wo haben sie denn hingestellt? Ach da! Gut, das habe ich gar nicht gesehen. Trotz großes Pferd nicht gesehen. Das ist auch interessant. Und da ist es schon. Da ist aber Shire schon mit das größte Pferd im Star Stable. Ne? Das ist schon lustig, dass ich das nicht gesehen habe. Naja, kommt davon, wenn man die Brille nicht aufhat. So, wollen wir mal. Kann man das vom Pferd aus machen? Ja. Okay, wir scheinen die Pflanze schon gefunden zu haben. Auch nicht schlecht. Aber diesmal hat es nicht geregnet. Diesmal hat es nicht geregnet, wo wir hierher geritten sind. Lustig. So, yep. Du hast etwas gefunden? Gut, gerade noch rechtzeitig. Mein Experte sollte jetzt jeden Augenblick hier sein. Ah, na klar. Was, Babypferd, Notfall, Ranger, komm. Okay. Vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist, Ranger Violet. Du solltest Kema für die schnelle Ankunft danken. Wie kann ich helfen? Ich vermute, dass diese Fohlen durch die Muttermilch ein Neurotoxin aufgenommen hat. Dasha hat eine verdächtige Blume gefunden, die auf den Feldern wächst, auf denen die Mutter grast. Da du ein Experte für die jurische Theorie bist, hatte ich gehofft, dass du die Blume identifizieren kannst. Vielleicht weißt du, ob sie die Symptome des Fohlens verursacht hat. Amen. Verstehe.
Lass mich die Blume mal sehen. Dein Bauchgefühl hat dich nicht betrogen. Betrogen. Naja, ist auch egal. Die Einheimischen nennen diese Blume Jasper Unkraut. Ja. Normalerweise wächst es nur in trockenen Gebieten, wie etwa Golden Hills. Wenn sie sich auf Südhof ausgebreitet hat, sollten wir den Ausbruch eindämmen. Ehre außer Kontrolle Ich habe von deiner Rettungsrange gelesen. Eine wunderbare Idee. Jovik braucht so einen Ort. Wenn die Ranger irgendwie helfen können, solltest du einfach fragen. Amen. Ist denn das die Möglichkeit? Alonso hat eben per Funk durchgegeben, dass Bigfoot bei der Dornklamm Oha. Das ist was für mich. Ich sollte besser los. Danke für deine Mühe, Major Shepard. Nein, das gab es auch. Ebenfalls. Und nenn mich Hack. Okay. Bigfoot beim Dornklamm, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, Bigfoot beim Dornklamm. Alles klar. Wir haben unsere Diagnose erhalten und können unseren Patienten behandeln. Aber es passt mir irgendwie nicht, dass wir ihn einfach Patient oder Fohlen nennen. Wir sollten ihm einen Namen geben. Ein schöner Bursche, der eine giftige Pflanze zu Boden gerungen hat. Ich weiß, wir nennen ihn Balder. Ich habe die neuen Behandlungen auf die Aufgabentafel geschrieben. Es wird ein paar Tage dauern, bis der kleine Balder wieder freigelassen werden kann. Du solltest also täglich wiederkommen. Wenn er stärker wird, ändern wir sein Programm. In Ordnung? An die Arbeit. Okay. Und das war's jetzt schon? Ja. Dann gucke ich jetzt noch eben, ob wir die Aufgabentafel jetzt schon nutzen können. Oder erst schon morgen? Nein, ich kann sie nutzen. Das ist schön. Gegenmittel. Okay. Huch, okay, ich kam nicht drüber. Guck dir das mal an. Wenn man sich jetzt verklickt und man vorher absteigen muss, steigt der Charakter von alleine ab. Das ist ja interessant. So, Gegenmittel verabreichen. Ja, Temperatur prüfen. Aber erstmal streicheln. Temperatur prüfen kann man ja später noch. Interessant. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach so.
Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Schön blöd. Na. Jetzt. So. Und jetzt nach drüben. Heimatstall so mega schön. Ich würde am liebsten noch mal meinen Heimatstall hierher wechseln, aber ich weiß nicht, da müsste ich wieder meine komplette Levelrunde umändern. Das wäre jetzt auch nicht Sinn und Zweck meiner Sache. Aber naja, was willst du machen? Aber der Heimatstall ist so schön. Richtig geil geworden. Okay, da steht halt Zentren englisches Vollblut mittendrin. Ja. Das kann man machen. Und jetzt stehe ich im Englisch. Ja, dazu sag ich mal nichts. Hallo Dasha, offenbar hast du alle täglichen Aufgaben abgeschlossen. Sollen wir nachsehen, wie es dem Fohlen heute geht? Nein, es gab es halt noch einen Fall. Das Fohlen ist immer noch krank und braucht angemessene Pflege. Nein, es gab es halt noch. Du hast dich schon so viele Tage um dieses Pferd gekümmert. 3. Nein, es gab es halt. Ich denke, du musst dich noch so viele Tage um dieses Pferd kümmern. 4. Nein, es gab es halt noch einen Fall. Das war's. Du bist für heute fertig. Ruh dich aus und komm morgen wieder. Das Fohlen braucht immer noch deine Hilfe. Okay. Also, neue Vermutung könnte an der Mutter liegen. Aber die Frage wäre jetzt, wenn es jetzt wirklich an der Muttermilch liegen würde, müssten wir ja jetzt nochmal die Mutter aufsuchen und die jetzt auch noch hierher schleifen. Das weiß ich nicht, wenn... Ich sag jetzt mal, Wildpferd ist das vielleicht ein bisschen risky. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, wenn das jetzt hier wirklich nur eine Reihe mit Dailies werden würde, nehme ich euch auf jeden Fall beim nächsten Mal mit, sobald eine neue Quest wieder aufploppt. Auf jeden Fall, natürlich. Bis dahin verabschiede ich mich für heute von euch. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.